Im bayerischen Seeon geht die Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten weiter. Auf dem Programm an diesem Freitag ein Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán. Der CSU-Freund aus Budapest steht für eine strenge Flüchtlingspolitik und dürfte mit vielen Ansichten zu dem Thema auch bei den christsozialen punkten. Die fordern unter anderem eine Obergrenze bei der Migration und eine Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Flüchtlinge. Außerdem soll es laut der CSU standardmäßig Altersprüfungen für Migranten geben. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat den Auftritt Orbáns sowie die Pläne der CSU jetzt kritisiert, speziell mit Blick auf die am Sonntag startenden Verhandlungen über eine neue GroKo. CSU-Chef Horst Seehofer müsse Orbán bei den Themen Flüchtlinge, Presse und Meinungsfreiheit klare Grenzen aufzeigen, so Schulz.